Herzlich willkommen bei der Silver RC. Ich habe es geschafft. 10, 15 Akkus mit dem Nero durch. Ja, und das heißt für mich ja immer Zeit fürs Review. Ja, was soll ich euch über dieses Auto erzählen? Ihr habt alles gesehen, was ich damit gemacht habe. Er ist fulminant geflogen. Er ist fulminant gelandet, zumindest meistens. Das meistens liegt allerdings definitiv am Fahrer. Er fährt gut, er fliegt gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Gehen wir mal ein bisschen näher ins Detail. Wir fangen mal mit den äußeren Komponenten hier an. Die Reifen, die dabei sind. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von diesen R2R, diesen fertigen Reifen, die da halt bei sind. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. RTR heißen die, so war das. Aber der Nero fährt mit diesen wirklich gut, denn die Ballonen nicht so stark, die sind nicht sehr, sehr schwer, wie zum Beispiel die Lois, die ich hier drauf nicht fahren möchte, weil die sind einfach viel zu krass. Die sind ja auch noch ein ganz schönes Stückchen breiter. Und wir messen die auch gleich mal aus, diese Reifen. Ja, man kann die durchaus drauf lassen. Man sollte allerdings sich bewusst sein, dass man die Differenziale entweder voll gesperrt oder nicht gesperrt hat. Je nachdem. Ein nicht gesperrtes Differential, wenn dann ein Rad in der Luft steht, so zum Beispiel, dieses Rad kriegt die volle Beschleunigung ab. Und wenn die anderen drei auf dem Boden sind, bis zu der dreifachen Beschleunigung und dann platzen die Reifen halt. Das nennt man Differentialwirkung. Das würde bei den Trenchern hier aber auch passieren. So, die Trencher konnte ich jetzt mal günstig bei eBay ersteigern. Die passen hier sehr, sehr gut drauf von der Größe und von der Optik her. Wie die sich fahren, muss man sehen. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich habe sie jetzt einfach mal drauf gelassen. So werdet ihr ihn demnächst bei mir fahren sehen. Also die Originalreifen kann man durchaus lassen. Was die beste Version ist für später, Proline wird da sicherlich was im Programm haben, sage ich dazu jetzt einfach mal. Diese Trencher, das sind die alten Trencher, die schmalen, die sind von der Breite her ganz, ganz wenig schmaler. Dafür sind sie aber auch ein ganz kleines Tickchen größer. Wir messen einfach mal. So, die Originalen haben eine Höhe von gut 16. Die Trencher, da kann ich jetzt, von gut 15,5 und die Trencher von 16,5. Also guten Zentimeter mehr Umfang. Von der Breite her sind das nicht ganz 9 und die Trencher haben 8,5. Ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Aber was auffällt, wenn ihr euch mal das Profil anguckt, die hier sind relativ hart, die hier sind super weich. Also, die werden wahrscheinlich sehr, sehr stark blähen, das muss ich dann mal abwarten. Ob das gut fährt oder nicht, zu viel Grip ist auch kacke. Ja, die Karosserie, die ihr seht, die blaue, und da finde ich, hat Arma den ersten großen Bock gebaut. Diese blaue Karo finde ich persönlich, das ist aber auch nur meine Meinung, nicht so toll wie die grüne. Also ich hätte eigentlich auch lieber eine grüne gehabt, da ich aber die Diffbrain-Version wollte, ja, habe ich halt die blaue gekriegt. Die sieht auch nicht schlecht aus, die ist auch schön gemacht, die hält auch relativ viel aus, das muss ich so auch sagen. Ihr habt ja nun gesehen, was ich damit gemacht habe und noch viel, viel mehr. Kann man schon lassen, also das ist schon gut. Deswegen auch einmal original neu und dann halt selbst lackiert. Sehr schön. Schwachstellen an den Karos. Leider hat Arma es versäumt, beziehungsweise macht es nicht mehr, wie sie es früher gemacht haben. Früher war das so, dass die Punkte, die wichtig waren, dass die hier verstärkt wurden. Das haben die leider jetzt nicht mehr. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Tja, hätten sie es mal weitergemacht. Ne, die Karosseriehalter hinten brechen sehr schnell. Das ist leider so. Zumindest aus der Karo raus. Tja. Die Body Retainer hier drauf
wurden ja gefeiert als völlig neu. Ist totaler Blödsinn. Die gab es von Traxxas schon ewig lange. Allerdings auch nur für die Traxxas Spartan. Ich würde jetzt, wo ich zwei kaputte habe hier vorne, auch eher dazu greifen, da nochmal einen Kabelbinder dran zu machen, damit man vernünftig dran ziehen kann. Also dran ziehen würde ich an diesen Gummis nicht mehr. So, das zur Karo. Das war übrigens kein Unfall, das war einfach nur mal was Neues probiert und ein bisschen Farben, die ich noch stehen hatte, auch verwenden. Und tja, das gefällt euch scheinbar richtig gut, wie ich es da gemacht habe. Das freut mich natürlich, das Knarzen kommt von den Pivot Balls oder Pivot Balls oder wie auch immer das heißt. Die brauchen mal einmal ein bisschen PFTE-Spray und dann ist das auch wieder gut. Warum passt das jetzt nicht? Bist du doof? Ah, da ist ein Splint drin. Okay, dann kann das auch nicht gehen. Okay. Karo, soweit schön. Das Schöne ist bei der Original-Karo, ihr habt die Bohrlöcher angezeigt, ihr habt die Retainer-Dinger angezeigt, ihr habt die Schneidpunkte angezeigt, die Aufkleber sind gleich direkt dabei. Das ist schon nett. Übrigens auch ein bisschen mit Panzertape, da kann man es vielleicht sehen, verstärkt an den Punkten, wo sie halt kaputt geht. Mein Gott. Ja, zum Auto erstmal noch nichts weiter. Mein Gott, knarrst du, ey. Zur Funke. Ihr kennt das aus fast allen meinen Videos. Der Mick hat immer was zu meckern. Immer. Und wenn es nur die Funke ist. Hier nicht. Diese Funke, muss ich so sagen, ich habe schon so viele gehabt, ist die beste R2A-Funke, die ich jemals hatte. Die kann wirklich was. Die ist vom Fahrgefühl super. Die Reichweite, alter Schwede, ey, ich habe es mit dem Nero probiert. Das Ding ist im Nachbarort gewesen. Und der hat immer noch Empfang gehabt, ohne eine zeitliche Verzögerung zu haben, ohne eine Antenne zu haben. Sensationell, was diese Taktikfunke kann. Die werden wahrscheinlich gebraucht demnächst sehr, sehr gut weggehen für die German RC Speed Challenge. Weil da braucht man Empfang, da kann man auch keine Antenne gebrauchen aus Gründen der Aerodynamik. Aber alter Schwede, ey, Respekt. Beste Funke jemals an einem Air-to-Air-Auto gehabt. Top. Ich habe gleich noch was zu meckern, keine Bange. So ist das nicht. Ja, Diffbrains. Diffbrains. Das war ja mal was fulminant Neues. Das war wirklich mal neu. Der Summit hatte das auch schon mal. Früher gab es das wohl auch schon mal bei Tamiya. Das war weit vor meiner Zeit. Lassen wir mal außen vor. Die Diffbrains werden so gesperrt, dass ihr den Diff Cup habt, den Diff Cup habt, wo das Differentialöl reinkommen würde normalerweise oder das Fett. Und da kommen Stifte rein und das sperrt das halt. Die Stifte gehen dann in das Sonnenrad und dadurch ist es gesperrt. So muss ich das erzählen. Man kann die einzeln steuern, ist voreingestellt. Man kann mittel sperren, man kann hinten und mittel sperren, man kann gar nicht sperren, logischerweise. Man kann alles sperren. Bei alles sperren hat man auch ein bisschen weniger Leistung. So. Ja, aber was soll ich davon halten? Ein vollgesperrtes Differential, außer vorne, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeine Verwendung dafür gibt. Ein voll, also 100% gesperrt, selbst mit 500.000 CPS oder selbst mit 2 Millionen CPS, kriegt ihr ein Differential nie, niemals voll gesperrt. Und der hier knallt die voll rein. Ganz ehrlich, wenn ihr vor der Entscheidung steht, ob grüner Nero ohne Diffbrain oder blauer Nero mit Diffbrain und ihr nicht eine Affinität habt für diese Technik, dann nehmt ihr natürlich den ohne Diffbrain. Das macht ansonsten auch keinen Sinn. Also in meinen Augen ist das eine nette Erfindung, ja, mehr aber auch nicht. So, das klingt zwar jetzt hart, wenn ich das so sage, es ist aber leider nun mal so. In der Praxis kann man das nicht wirklich gebrauchen, würde ich so nicht machen. Würde ich nicht wieder kaufen, muss ich ehrlich sagen. Es funktioniert zwar gut, also ich habe da keine technischen Probleme mit.
Aber ich würde es nicht wieder kaufen, weil ich der Meinung bin, das braucht man nicht. Kostet unnütz Geld, ist auch unnütz Ballast irgendwo. Dann kann ich es auch weglassen. So. Was habe ich noch zu meckern? Die Akkufächer. Anfangs habe ich gesagt, ey, das ist voll geil, was Arma da gemacht hat. Das ist total Porno. Ist es aber gar nicht. Das hat nämlich einen riesen Nachteil. Erstmal denkt man ja, ey, cool, die Akkufächer gehen nach unten auf. Ich drücke auf den Knopf, dann geht das Fach auf. Ich kann den Akku rausnehmen, das hier ein Stück das auch. Und dann mache ich einen neuen rein. Das geht aber gar nicht. Wisst ihr auch warum? Weil ihr gar nicht an den Stecker rankommt. Totale Grütze. Da hat jemand eine super geile Idee gehabt, sie aber nicht zu Ende gedacht. Der andere Nachteil ist, wenn euch hier Dreck in den Anschluss kommt, dann geht er nicht mehr zu. Oder geht während der Fahrt auf. Und jetzt überlegt mal, das ist euer Auto, hier ist vorne, ihr springt und der Akku kommt raus. Alter Schwede, dann habt ihr aber Party. Hätte man besser machen können. Besser wäre es gewesen. Die ganze Konstruktion, so wie sie hier ist, ist ja gut. Also das mit an der Seite und schön tief, gut gemacht, Armer. Wirklich gut gemacht. Warum nicht andersrum? Die Karo muss ich sowieso abnehmen. Warum macht ihr das nicht so, dass das nach oben hin aufgeht? Dann kann beim Sprung, und der kann springen, dann kann da auch nichts passieren. Das würde ich mir wünschen, dass ihr das upgradet, dass man die nach oben hin aufmachen kann. Da würde ich sogar Geld für ausgeben, so einen Satz zu kaufen. Denkt mal drüber nach. Ich kann mir vorstellen, weil irgendwie ist sehr, sehr viel von der Kritik, die YouTuber, jetzt nicht nur ich, auch die anderen Deutschen und auch aus der RC Playground oder RC Network oder so, was die so äußern an den Autos, wird auch wirklich umgesetzt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch jemand bei Arma respektive Hobbyco hört, was ich hier so sage. Ich hoffe es zumindest. Deswegen, wären die nach oben aufgegangen, top. Super geil. Ja, nur mal drüber nachdenken. Lob dafür muss ich aussprechen. Punkt A, die haben XT90 verwendet. Das erste Auto, was ich out of the box hatte, wo ich nicht löten musste. Ey, wie geil ist denn das? Endlich mal vernünftige Stecker und nicht diese T-Plug-Scheiße da dran. Bitte weitermachen so. Bitte, bitte. Ich habe ja noch zwei Armas im Zulauf. Also Talion und Senton kommen noch. Die haben das auch. Voll geil. Und dann Punkt 2, habe ich ja gerade schon in der Hand gehabt. Dann legen die auch noch welche dabei für eure Akkus. Also in dem Fall für einen Satz Akkus habt ihr schon mal die Stecker dabei. Dass das nur 2-3 Euro sind, weiß ich auch. Aber dass es dabei liegt, finde ich schon mal gut und möchte ich hier auch erwähnt haben. Das finde ich gut. Ja, so. Na, jetzt habe ich mal wieder was Positives gesagt. Jetzt kann ich aber auch mal wieder ein bisschen meckern. Lager, alter Schwede. Wie kann man denn in ein 7-Kilo-Auto, Quatsch, 6 Kilo ohne Akkus, ungefähr 7 Kilo mit Akkus, je nachdem, was ihr da reinstopft, ungedichtete Lager nehmen und auch noch groß drauf schreiben, waterproofed. Das habe ich bei allen anderen 4 Autos auch schon angemerkt. Bei allen. Und ihr macht das wieder. Es sind wieder die stahlgedichteten Lager drin. Und diesmal sind es, glaube ich, 33 Stück oder so. Alter Schwede, ich werde sie nicht ersetzen. Ich ersetze an dem Auto nur, was kaputt geht. Und bisher ist mir vorne entweder der oder der kaputt gegangen. Das innere Lager. Und das ist so doof konstruiert, dass wenn das innere Lager euch kaputt geht, fliegt das ganze Rad raus, inklusive Achse. Da ist dann nichts kaputt oder so. Aber das ist natürlich blöd. Warum macht man das nicht einfach einen Tick größer und macht dann ordentliches, großes Lager rein, was nicht kaputt geht? Das würde ich mir aber generell von allen RC-Herstellern mal wünschen, dass sie die Lager einfach ähnlich überdimensionieren wie ihre Motoren. Weil da sind teilweise so spittelige Lager drin, auch bei dem Auto hier. Die passen übrigens nicht vom Nero oder sowas. Ne? Da gibt es Quatsch, nicht vom Creighton oder vom Senton oder so, die Lagersätze, das ist mit dem Auto hier nicht kompatibel. Es gibt zwar Lager, die passen, klar, aber längst nicht alle. So, das war negativ. Gibt es noch ein paar neutrale Sachen?
Und dann eine negative habe ich noch. Warum zum Teufel kann ich bei dem BLX 200, was nichts anderes ist als ein Max 8 Regler, warum kann ich da nicht den LiPo-Cut aufprogrammieren? Nein, der ist fixiert auf, ich glaube, 3,2 Volt. Das finde ich persönlich schon relativ niedrig. Ich würde lieber 3,4, 3,6 haben. Das ist leider fixiert. Warum lässt man das nicht offen? Finde ich ein bisschen blöd. Kann man jetzt drüber diskutieren, lang und breit, lang und schmutzig, will ich gar nicht. Aber kann man besser machen. Punkt. So. Jetzt aber genug gemeckert. Teileversorgung. Das war einer der ersten AMAs, also der ersten Neros hier in Deutschland. Anfangs war das mit den Teilen ein bisschen schwierig, da bin ich auf Tower Hobbies umgestiegen. Mittlerweile kein Problem. Also je nachdem, wie euer Local Hobby Shop das hat, also euer lokaler Dealer oder euer Internet Dealer, wie auch immer, habt ihr die Teile von 3, 4, 5 Tagen da. Wenn er sie da hat, sogar noch viel, viel schneller. So, das ist hier auch nicht mehr das Problem. Die Qualität der Teile ist auch durchgehend gut, muss ich sagen. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber der Australier, ja, der Australier, der hat aber auch richtig zur Sache gehen lassen. Ne? Das Ding ist irgendwie 15 Meter weit geflogen, Achtung, 7 Kilo Masse, 15 Meter weit geflogen und ist auf steinharten Boden geknallt, dass dann was kaputt geht. Das darf kaputt gehen. Ist so. Kleines Problem sind die Rod Ends. Davon empfehle ich von den Dämpfer Rod Ends und auch von den Rod Ends der Lenkung und der Push Rods. Sich einfach mal ein oder zwei Tüten wegzulegen. Die kosten 5, 6 Euro pro Tüte. Das ist ja bezahlbar. Ich will doch lieber an der Strecke eben schnell ein Rod End tauschen, wofür ich 3 Minuten brauche. 3 Minuten. Anstatt dass mir irgendwas anderes im Auto um die Ohren fliegt, weil irgendwo. Wenn die Kraft zu viel wird, irgendwas bricht immer. Irgendwas bricht immer. Ja? Und deswegen kann ich über diesen Rod-End, dieses Rod-End-Problem hinwegsehen. Das hat auch nicht nur dieses Auto, das haben alle Autos im höherklassigen Bereich. Selbst mein X-Ray XB9, wo nur der Roller schon 500 Euro kostet, der hat dieses Problem auch. Lasst die Rod-Ends doch brechen. Mein Gott, steckt euch ein paar in die Tasche und dann repariert ihr das vor Ort. Das geht ja auch schnell. Das ist eine Schraube lösen, maximal zwei. Habt ihr das Ding in der Hand, macht einen neuen drauf, klipst die Halterung in dem Rod End um und fertig ist der Bug. Geht ratzifatzi. Ne? Also, mal ganz entspannt. Ja, diese ganze liegende Dämpfer-Sache. Ich weiß noch nicht, ob ich davon Fan bin. Muss ich jetzt ehrlich mal noch passen. Der Vorteil ist ganz klar, ihr habt keinen Dreck in den Dämpfern, weil die liegen ja. Hier kann man das ja jetzt schön sehen. Die sind also komplett unter der Karosserie, vorne sogar sehr, sehr gut im Chassis integriert. Top Sache! Der Nachteil davon ist allerdings auch, dass da irre Kräfte drauf wirken. Und wer einen Nero hatte und diese Federn hier mal spannen wollte, der weiß auch, warum ich das gerade so sage. Die Dinger sind bestimmt fünfmal härter als normale Federn von anderen Autos. Weil dadurch, dass wir hier eine Hebelwirkung haben, müssen sie das auch. Ansonsten fehlt... Alter Schwede, ey, das hört sich an wie Schwiegermutters Matratze, ey. So, aber er federt, er läuft eigentlich out of the box schon sehr, sehr smooth, sehr, sehr gut. Er kommt gut um die Kurven rum. Das geht schon gut, das Auto. Allerdings ist das auch einer der wenigen Autos, die 6S brauchen. Zumindest so, wie ich ihn hier habe. Wenn man natürlich das größte Ritzel drauf baut, was ich noch nicht gemacht habe, dann ist das eine andere Sache. Das muss ich nochmal ausprobieren. Oder man baut sich vielleicht sogar ein Castle Mamba Max, Castle 1515 ein. Die Regler kann man ja auch drin lassen. Oder macht da gleich einen richtig großen rein. Oder weiß der Geier was. So 2200 kV, ich glaube, dann ist in dem Auto auch auf 4S richtig Party. Das muss man abwarten, das kann ich so auch noch nicht sagen. Ja. Ja, an Zubehör. Gibt es ja auch schon was von T-Bone Racing, habe ich gesehen, und Wheelie Bar und HD Antriebswellen und so ein ganzer Kram, das kommt ja demnächst alles. Die Wheelie Bar und die Mudguards, die braucht man nicht zwingend.
Die Mudguards allerdings, wenn ihr mal schauen wollt, wie viel Dreck hier in dem Querlenker drin ist, hier sieht man das vielleicht ein bisschen, sollte man hinten auf jeden Fall, da Arma bei den Plastikteilen sowieso nicht so viel Geld haben will, werde ich und würde ich auch vorne auch gleich die Mudguards mit einbauen, kann nicht schaden. Ich werde es mal ausprobieren, ich werde euch das auch dann mal zeigen. Das geht schon. 2000 kV, wo ich ja im Stehen geblieben bin beim Motor. Der hat natürlich ein bisschen mehr Druck als ein 2200 kV, hat aber dafür weniger Drehzahl. Muss man vielleicht mal ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Kommt vielleicht noch auf Dauer. Nach 50 Akkus werde ich ein neues Review machen dazu. Dann habe ich auch einen Langzeittest. Dann kann ich auch sagen, was dann alles kaputt gegangen ist. Weil das ist so die Knecke jetzt. Normalerweise kann ich euch sagen, das habe ich kaputt gekriegt. Und ich war wirklich nicht zimperlich mit dem Auto. Ne? Das habt ihr nun gesehen in einigen Videos. Der hat schon richtig auf die Fresse gekriegt. Den Sweet Bash mit dem MT4. Wenn so ein MT4 hinten auf die Aufhängung knallt, also außer die Waldfeder, geht schon richtig was ab. Oder die ganzen Sprünge, die ich mit German RC Playground gemacht habe. In Wirklichkeit waren das ja doppelt so viele. So, ich habe ja einige auch rausgeschnitten. Bisher kaputt gegangen sind 2 Rodends von der Lenkung vorne. Und ich glaube 3 oder 4 Rodends von den Pushrods. Das war's. Ein bisschen blöd konstruiert. Was auch das nächste wohl sein wird, was kaputt geht, ist dieser hintere Bumper. Weil jedes Mal, wenn der Wagen sich aufbäumt, fahrt ihr auf den Bumper. Das ist blöd. Die Wheelie-Bar könnte, ich betone, könnte Abhilfe schaffen. Hat allerdings den Nachteil, wenn ihr springt und ich sag jetzt mal, die Wheelie-Bar steht hier, ihr so irgendwie wie meine Hand und ihr landet da drauf, dann brecht ihr euch die Finger bzw. die Wheelie-Bar. Das muss man mal abwarten. T-Bone Racing hat so ein Ding auch schon auf den Markt geworfen. Abwarten. An Temperaturen bei der Elektronik kann ich euch nichts Schlechtes sagen. Was man nochmal ausprobieren könnte und auch was ich auch werde, wenn ihr mal schauen wollt, diese Karosse, diese Chassisform hier mit den ganzen mit dem Käfig hier und so, das erinnert sehr, sehr stark an eine Buggy-Karosserie. Vielleicht besorge ich mir mal eine günstige Buggy-Karosserie und dann spaxen wir hier mal eine Buggy-Karosserie drauf. Das könnte auch sehr, sehr geil aussehen. Grundsätzlich gibt es ja auch den, hier den Schweden, Thomas Pettersen. Der fährt eigentlich nur noch ohne Karo. Möchte ich jetzt nicht so gerne machen, weil dadurch kommt dann noch mehr Dreck ins Chassis und ich mache meine Autos sowieso nicht so viel sauber. Ne? German RC Playground hat zum Beispiel gezeigt, dass die Diffs, was sagt ihr, ich glaube Modul 1,25, 1,5 sind, die werden euch wahrscheinlich nie kaputt gehen. Also da braucht ihr euch keinen Kopf drum machen. So, ja, grundsätzlich ein paar schöne Lösungen. Gute Qualität, wirklich gute Qualität, da kann ich nicht meckern. Ein paar gute Ansätze leider blöd umgesetzt. Mal schauen. Arma ist ja bekannt dafür, eine V2-Variante zu nehmen oder zu machen und auf die Leute zu hören, die damit fahren. So habe ich zumindest den Eindruck. Vielleicht fahren sie aber auch selber einfach mal richtig mit den Autos und nicht so wie andere Hersteller. Ja, das soll es auch eigentlich jetzt gewesen sein. Mein Plan mit dem Auto ist, weil ich werde ihn nicht verkaufen, ich werde ihn behalten. Und das ist ja schon mal eine Tendenz dazu, dass ich dieses Auto mag. Elvin Racing sagte letztens, das ist ja bei Mick ganz einfach zu erkennen, wenn er Spaß mit dem Auto hat, sieht man viele Videos. Hat er keinen Spaß mit dem Auto, ist das eine Kackkarre, dann sieht man dieses Auto einmal und nie wieder. Ist was dran. Ist was dran, mein Freund. Ich schaue gerade auch mal so ein bisschen in Chassis noch rein. Ja, was habe ich damit noch vor? Ich möchte mal gucken, ob ich die Diff-Brands vielleicht über meine Samba MT4 geschaltet bekomme. Das hat bisher noch keiner so richtig gezeigt. Das werde ich euch dann natürlich auch zeigen. Ebenfalls werde ich mir einen eigenen Mod machen. Denn bisher diese Modis gefallen mir nicht so. Also All Diffs Locked, also Modus 4, finde ich ganz okay. Wenn der Wagen sich mal festgefahren hat oder so, um irgendwo rauszukommen, das kann funktionieren. Das finde ich ganz gut. Center Diff Locked. Finde ich auch ganz okay, kann auch mal spaßig sein. So mal eben 300 Meter über eine Landstraße wallern im Wheelie, kann ja ganz lustig sein. Center and Rear Diff, ne, ey, ganz ehrlich.
Der kommt dann auf so eine bekloppten Ideen. Center and Rear Diff Locked. Ich würde es andersrum machen. Ich würde das nicht das hintere, sondern das vordere sperren. Und zwar einmal alleine und einmal nur einmal alleine und einmal mit Mitteldiff. Da muss ich mal austesten, weil wenn ihr das vordere Differential sperrt, habt ihr einen wesentlich, wesentlich, wesentlich besseren Geradeauslauf, weil ihr da halt keine Differentialwirkung mehr habt. Das werde ich mal ausprobieren. Da müsst ihr aber noch ein bisschen Geduld haben. Ich habe momentan noch ein paar andere Sachen hier zu tun. Ich arbeite ja mal so ein bisschen an ein paar kleineren Projekten, die dann irgendwann kommen. FAQs wollt ihr sehen und Tipps und Tricks arbeite ich auch immer mal wieder dran. Jo. Ja, das wird noch kommen. Ich werde mal verschiedene Setups ausprobieren. Ich werde mal probieren, warum nein, warum weiß ich. Aber was es bringt, die Dinger hier zu verstellen. Nicht die Plugs, sondern die Dämpfer. Da gibt es verschiedene Löcher zu. Was das bringt, da werde ich dann noch mal probieren, zumindest ein Video zu machen. Versprechen tue ich euch allerdings hier gar nichts, weil das ist schon ein bisschen komplizierter. Jo. Jo. Andere Combo werde ich da wohl nicht einbauen, das macht in meinen Augen keinen Sinn. Der ist auf 6S feilschnell, das Ding. Wie gesagt, ansonsten habe ich keinerlei Defekte gehabt. So ein Lager und ein paar Rodents, das ist für mich auch kein Defekt. Die Felgen halten auch sehr, sehr gut. So. Bleibt zusammenzufassen: Ein Auto, was recht teuer ist, was sehr viel Spielzeug drin hat. Mit den Diff Brains meine ich. Was man auch nicht unbedingt braucht. Also da kann man auch getrost drauf verzichten. Wer aber drauf steht, soll es sich bitte kaufen. Dafür muss man allerdings affin sein. Ihr habt auch dann die schönere Karo, wenn ihr es nicht kauft. In meinen Augen zumindest. Das soll mein erstes Review nach 10, 15 Akkus von dem Auto gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC.